Moin, recht herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play SnowRunner, Folge 105 von dem 100. Folge Special. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mit dem Kahn haben wir hier in der letzten Folge den Prüfung Stromleitung A abgeschlossen. Und jetzt machen wir aber erst nochmal die Zeitmission. Diese eine bestimmte Zeitmission, die es hier gibt. Und ich hoffe, dass das mit dem Sprit sich dann auch insgesamt so ausgeht. Und dann müssen wir leider den Pacer wieder retten. Pacer retten mussten wir jetzt in letzter Zeit oft. Aber eigentlich bin ich zufrieden mit dem Pacer. Ich finde den gut. Also irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass es am Pacer liegt, sondern... ja, an mir. Das muss man dann auch einfach mal zugeben. Wenn man da im Gefühl hat, dass man selbst das Problem ist. So, das letzte Mal waren wir hier durchgefahren. Probieren wir doch direkt noch einmal. Meine Güte. Hier ist schon ein interessantes Fahrzeug. Sehr interessantes Fahrzeug. Wir können leider nicht mehr groß neu auftanken. Ich meine, 10 Liter, die reichen hinten und vorne nicht. Aber wir haben ja noch ein paar 40 Liter oben auf dem Gepäckträger. Und... das müsste ja eigentlich reichen. So, einmal ganz kurz Motor aus. Ich habe noch nie an dem Wettkampf teilgenommen. Maximal 100 Schaden. 8 Minuten haben wir Zeit. Wir gucken... achso, und noch einmal auftanken, bevor wir das nämlich vergessen. Nachtanken. So, 16 Liter haben wir dann. Also 56 Liter haben wir noch. Das ist gut. Das ist der Westberg. Und ich glaube aber nicht, dass wir die Punkte in der Reihenfolge erreichen müssen. Das heißt, wir machen uns hier auf den Weg. Ich tendiere, diesen Weg hier zu nehmen. So könnte ich mir vorstellen. Hier bin ich noch unschlüssig, wie wir hier durchkommen, zwischen 4 und 1. Das könnte klappen. Das ist kein Problem. Und hier... ja, ich würde es mal probieren, dass wir da so querfeldeinmäßig unterwegs sind. Achso, und natürlich einmal Zeit vorspulen. Achtung, wird wieder hell. Ich muss das ja immer bei hier in Alaska sagen, weil ich glaube, der eine oder andere kriegt sonst einen Herzinfarkt. So, los geht's. Also Augenkrebs. Augenkrebsfalle. So haben wir immer die Schneefalle in WoW Classic, haben wir die damals immer genannt. Augenkrebsfalle. Leg mal Augenkrebs. Dann erscheint so auf dem Boden so eine Schneefrostfläche. Und die war immer unverschämt weiß in einem Spiel, was jetzt nicht so, was eher so ein bisschen düsterer ist. Ich meine, es ist kein Dark Souls und es ist kein Diablo, aber halt eher so ein bisschen... ja... dunkler. Oder wenn du jetzt gerade mal in so einem Bereich warst, wo es eher dunkler war, so rum, muss man es dann vielleicht sagen. In irgendeiner Höhle oder so. Komm, danke.
So, den einen Punkt haben wir schon erreicht. Ich habe ihn gar nicht gesehen, nur gesehen, dass plötzlich oben nichts mehr leuchtete. Also nur noch drei Punkte da waren. So, da ist der nächste Punkt. Komm schon. Zack. Und ab geht's in Rückwärtsgang. Und dann haben wir es hier mit dem Nordhafen ja bald. Schönes Gefühl, dass wir das Thema hier so ein bisschen beiseite legen können. Und gut zu wissen, dass es aber auch noch ein paar Karten im selben Stil gibt, ne? Also hier die ganzen anderen Bereiche von Alaska. Das heißt, wenn wir dann irgendwann mal wieder, ist keine Ahnung, von Russland oder so, die Schnauze... Hallo. Voll haben. Dann können wir irgendwie nochmal in ein anderes Gebiet gehen. Oder von Michigan, da haben wir auch noch ein paar Sachen offen. So, ganz kurz. Wo müssen wir lang? Da müssen wir lang. Aber das sieht auch sehr, sehr gut aus. Der Kahn ist halt einfach eine ordentliche Maschine, ne? Aber das haben wir... Ja, das haben wir aber auch schon eigentlich früh die ganze Zeit gesagt, dass der... fast schon ein bisschen overpowered ist, ne? Das hier, wir haben gerade noch ein bisschen Zeit. Dann gehen wir mal lieber auf ein bisschen, versuchen ein bisschen mehr auf Nummer sicher zu gehen. Ich wollte sonst die Steigung da jetzt gerade nicht entlang. So schräg, wisst ihr, was ich meine? Dann kippen wir um. Ach nee, das könnte ich jetzt nicht gebrauchen. Ich ärgere mich immer noch über den blöden Paystar da. Aber, müssen wir ehrlich sein, mein Fehler. Zack, damit haben wir das fertig. Das ist doch wenigstens sehr erfreulich. Und einmal kurz den Motor aus. Und dann schauen wir doch mal, wo wir als nächstes langfahren. Wir müssen zum einen hierhin für die eine Mission. Und rennen zu den Flaggen hier hoch für die andere Mission. Hier hinten ist ein Tankauflieger. Das ist sehr gut. Das heißt, da könnten wir einmal auftanken. Und ich überlege gerade, ob wir jetzt hier so ein Stück zurückfahren oder ob wir einfach hier runterfahren. Und wir müssen ja unseren Paystar bergen. Das machen wir aber nicht mit dem P12, das dauert mir zu lange. Gut, wir fahren erst einmal, das machen wir, fahren hier erstmal einmal nachtanken. Erst einmal hier so in die Richtung und dann gucken wir mal, wie wir da runterkommen. Auf die Straße. Wobei da natürlich ein ganz schöner Wald ist. Ganz schöner Wald.
So. Wie eine Pistenraupe pflügen wir uns hier durch die kleinen Bäumchen durch. Und das Flüsschen hier, oder der Tümpel, sieht doch aus, wie als sei das hier irgendein Weg, den wir normalerweise auch langfahren könnten. Ja. Ah ja. Mhm. Okay. Dann ist klar, wo wir sind. Dann würden wir den hier aber einfach stehen lassen und jetzt die Rettungsfahrzeuge holen. Und dann könnten wir den hier auf dem Weg einfach dann mitnehmen. So, den lassen wir jetzt hier stehen. Wunderbar. Und haben wir eigentlich hier unten noch irgendwas? Pritschenanhänger ist hier. Wartungszentrum. Ersatzteile für Bohrung, okay. Dann einmal in die Werkstatt. Und ich würde erstmal gerne kurz gucken, was könnten wir denn für ein anderes Fahrzeug nehmen? Was ist mit dem Freightliner? Was hat denn der? Der hat Auslegekran. Haben wir hier, hatten wir doch genau eine Erhöhung haben wir. Was haben wir hier für Schlappen? Ordentliche Schlappen hätten wir und dann hätten wir mal ein neues Fahrzeug. Wollen wir das machen? Das heißt nur, dass wir den hier abstellen müssen und den hier, den lassen wir nochmal. Trucklager. Das heißt, achso, den hier verkaufen wir. Jupp. Ah, ich sehe gerade, man muss den gar nicht abstellen. Es reicht, wenn wir ins Trucklager gehen, dann könnte man den auch direkt verkaufen. Auch gut zu wissen. Okay. Dann Truckshop. Nee. Da ist er. Wir haben einfach noch nie gehabt. Wir sind noch nie mit dem Freightliner gefahren. Und dann würde sich das doch mal hier anbieten. Natürlich holen wir uns hier die größere Motorleistung. Spezial Offroad haben wir schon. Und dann gehen wir auch noch in die Ketten. Hochleistungswinde Medium. Oh, Medium Winde optimiert. Die nehmen wir. Schnorchel. Kurz. Glaube, dann nehmen wir das. Aus Sicherheitsgründen nehmen wir. Wenn ich den mitnehme, dann kann ich den aber hier nicht mehr. Dann könnte ich das nicht mehr mitnehmen. Und was ich jetzt gerade überlege ist, lieber das hier mitzunehmen, den hoch, schwere Auflieger. Und zwar, okay, Moment, wir schauen einmal hier gerade, was haben wir hier? Oh, die können wir aber noch nicht. Oh, den haben wir noch nicht. Dann nehmen wir den hier. So. Oh nee, das gefällt mir nicht. Dann finde ich den hier in
In Gelb fast besser. Achso, oh, oh, jetzt hätten wir es fast vergessen, ne? Fast hätten wir es vergessen. Okay, jetzt haben wir ihn. Bin mal gespannt, wie der sich jetzt, wie der so performt. Und wir probieren jetzt aus, ob... Also Motorleistung, der geht richtig ab, das merke ich. Der hier passt doch drauf. Ah ne, Sattel niedrig wird benötigt. Warum kann ich ihn jetzt hier nicht mehr, nichts weiter auswählen? Was ist denn hier los? Normalerweise kann ich doch hier mit den Pfeiltasten durch. Aber ich sehe schon, es ist eigentlich komplett falsch, denn nur das wäre der einzige. Aber den will ich ja gerade gar nicht. Den will ich. Das wäre auch sattelniedrig. Ich würde nämlich gerne zum Beispiel hier den Tankauflieger. Den würde ich ganz gerne irgendwie dann wieder mitnehmen. Den kann ich ja dann auch verkaufen. Und dafür brauchen wir dann... Ich prüfe das nämlich jetzt hiermit einfach nur. Nicht, dass ich da... Wie kann ich den... Kann man den nicht kaufen? Ein Tank? Den großen Tank kann ich gar nicht kaufen. Oh, okay. Ich würde aber dann sagen, dann ist das niedrig. Tankauflieger müsste ein ganz normaler Auflieger sein. Ich glaube nicht, dass das was Besonderes ist. Das heißt, wir nehmen den niedrigen. Das riskieren wir. Das riskieren wir. Individualisieren. So. Dann machen wir uns jetzt mal direkt ganz geschmeidig auf den Weg. Also, der geht ab, ey, ich sag's euch. Genau. Aber am besten, mach ihn kaputt, Christian. Fahr ihn doch einfach voll gegen die Leitplanke. Mach ihn kaputt. Hat allerdings nur 200 Liter, die Maschine. Nicht gerade die Welt. Aber da vorne haben wir ja noch einen Tankanhänger, da können wir nochmal auftanken. Beziehungsweise die Tankstelle ist da ja auch. Dann holen wir uns den, den Kahn. Den nehmen wir hinten einmal im Schlepptau mit. Und dann fahren wir hinten rum. Genau, und dann fahren wir einmal hinten rum und dann können wir die Mission auch beenden. Und da wir das doch eigentlich jetzt auch schon öfters, glaube ich, die Strecke gefahren sind, wisst ihr Bescheid. Wir gehen einmal in den Timelapse und sehen uns gleich.
dann einmal gerade Track wechseln. Motor aus. Damit der nicht aus Versehen an ist. Nachtanken. Und ich würde sagen, nee, das brauchen wir nicht. Gepäckträger. Das kann alles hier rein. Denn da hinten haben wir einen, beziehungsweise mit dem wollten wir eh noch hierher fahren, ne? Okay. Kriegen wir schon irgendwie. Truck wechseln. Also, das ist ein tolles Teil. Gefällt mir gut, ey. Mit dem hätten wir auf jeden Fall den großen Transport machen können. In Michigan. Denn, ey, die Maschine, die hat Power, Kraft, ist zügig, pflügt sich hier durch alles durch. Keine Ahnung, wie das mit dem Schwerpunkt so aussieht. Das werden wir jetzt gleich sehen, wenn wir oben sind. Ich wollte jetzt mal nicht den Weg hochfahren, sondern den anderen Weg. Bisschen kleiner Tank mit 200 Liter. Muss man ganz klar sagen. Aber schöne Maschine, schönes Teil. Ist schlank. Ist also nicht so breit, habe ich das Gefühl. Aber guck mal, wie das Teil da hier durchpflügt, ne? Meine Güte. So, da oben ist er. Ja, das wäre so viel einfacher gewesen. Zumindest sieht es ja von hier aus schon easy peasy aus. Okay. Oh, der hat da vorne sogar mehrere Punkte. Cool. Nicht zu vergessen. Das ist die optimierte Winde. Wisst ihr, was ich meine? Wenn ich da hier sage... Im Ernst, ich konnte gerade nicht mehr... Ja, ich kann mir vorstellen, dass ihr euch gerade köstlich amüsiert. Ich mich aber überhaupt nicht. Also irgendwo schon, aber irgendwo nicht. Meine Güte. Im Ernst, ich habe nichts gemacht und plötzlich sprang er einfach los mit Vollgas und... Ja. Also, keine Ahnung. So eine einfache und so primitive Mission, die man so hätte einfach von der anderen Seite erreichen können. Aber nein, ich gehe den anderen Weg und nein, ich lege zwei große Fahrzeuge hier hin. Also, ja, ich kann nur jetzt einmal nochmal ausprobieren mit dem Kahn, ob man den dann vielleicht irgendwie von hier aus doch noch retten kann. Den größeren meine ich jetzt. Und dann wieder hochfahren kann. Keine Ahnung. Ich probiere das jetzt im Timelapse aus und ich bin kurz davor, die Rescue-Funktion zu nehmen, die Bergen-Funktion. Mal gucken, ob ich es schaffe. Aber nochmal ein Fahrzeug werde ich nicht holen. Das machen wir nicht. Also, bis gleich.
Also, das haben wir auch geschafft. Und jetzt muss natürlich nur ich gucken, dass ich mich jetzt nicht gleich schon wieder total auf die Schnauze lege. Wir gehen auf jeden Fall mal hier in einen anderen Gang rein. So. Ich überlege jetzt gerade. Ich habe keine Ahnung, wie ich den da jetzt rausziehen soll, weil eigentlich der steht mehrfach als total beschissen da. So. Das machen wir einmal. So, dann konnten wir jetzt schon mal hier hin. Und wir gucken jetzt einfach mal, ob wir den in die Richtung ziehen. Ich überlege gerade, ob wir den Anhänger jetzt hier erst einmal wegräumen. Das machen wir auch. Und davor sollten wir... Und davor sollten wir eigentlich mal hier einmal vorspulen. Boing. Ich habe wieder nichts gesagt, hä? Einige von euch haben mit Sicherheit einen kleinen Lichtinfarkt erlitten. Winde lösen, Anhänger. Echt jetzt? Anhänger zu weit weg. Okay. So. Den können wir jetzt nur runterbringen, denn wir haben nicht besonders viel Sprit. Das heißt, jetzt einmal da vorne zu den weg, richtig wegbringen, das werden wir nicht schaffen. Aber dann steht er da jetzt mal zumindest nicht mehr da oben. Im Weg rum. Ich meine, ich hätte das auch alles rausschneiden können, hätte mal so tun können, als wäre ich voll cool, als würde das alles bei mir immer flutschen. Aber das mache ich nicht. Das bleibt drin. Das kann auch noch mal sein, dass es dann ein bisschen nervig und lästig ist und ihr dann da rumflucht. Das verstehe ich. Das, ich, im Ernst, ich kann das voll nachvollziehen, solltet ihr das tun. Weil ihr dann auch sich sagt, oh, bei dem einen hingelegt, jetzt schon wieder hingelegt und dann auch noch mal mit dem zweiten hingelegt. Und das ist ja auch nur ein Startgebiet, ne? Das ist ja jetzt hier nicht die brutale Herausforderung. Aber vielleicht ist es auch der Übermut, dass hier es halt eben so ein Gebiet ist, wie es ist, ne? Und dann denkt man sich, ah, komm, gib Gummi, Schummi und hau rein und das geht dann schon irgendwie. Also, ich meine, was soll ich machen? Wir haben die stärkste Maschine, also die stärkste Winde, so rum. Ich weiß nicht, ob der Kranaufbau sich da irgendwie verhakt. Im Boden und dann, dass deswegen nicht klappt. So.
Habt ihr das gesehen? Ich habe gerade abgekoppelt. Jetzt steht der in der Luft. Seht ihr das? Aber pass auf, wenn ich da jetzt hinfahre. Deswegen fahre ich mal hier lang. Wenn ich da hinfahre, dann aktualisiert er das nochmal. Ich glaube, ich nämlich steht zu weit weg. Oh Mann, die Kamera da wegen dem Blöden. Kann ich nicht hier... Wieso kann ich nicht hier einen noch, komm schon. Was anderes anwählen? Hä? Warum geht denn das jetzt nur gerade? Oder warum geht denn nur gerade das? Okay, können wir jetzt da reinwechseln? Truck wechseln? Ja, können wir. Okay, also das hat auch jetzt grundlegend erst einmal funktioniert. Truck wechseln. Einmal kurz hier rein. Motor ebenfalls abschalten. Und dann Truck wechseln hier in den Korn. Also der, ich weiß nicht, schreibt es in die Kommentare. Der mit dem... Der Paster mit dem Aufbau hinten dran war doch jetzt nicht ganz tutti, oder? Der hat sich da doch irgendwie reingebuddelt. Oder bin ich jetzt hier wirklich... Am I the idiot? Mit dem Kahn konnte ich ja den anderen auch irgendwie jetzt dann noch so ein bisschen hin und her ziehen. Und den würde ich sogar als schwerer einschätzen. So. Den stellen wir einmal gerade hier hin. Motor aus. Und... Nee, ich ziehe den nicht. Ich fahre lieber zweimal. Ich habe das Gefühl, hier diese Holperpiste. Und auf jeden Fall ziehen wir den Anhänger hier mit dem Freightliner. Freightliner hieß der doch, ne? Freightliner. Freightline. Anhänger ankoppeln. So, dann Motor abstellen. Und dann müssen wir jetzt hier einmal mit dem International ein bisschen nachtanken. Aber... Meine Freunde, das war's schon wieder von dieser Folge. Ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es war ganz schön nervenaufreibend, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das gehört dann halt auch einfach so ein bisschen dazu, ne? Und schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das fandet. Soll ich sowas rausschneiden? Solche Bergungsaktionen, die teilweise total schief gehen. Ich hab das Gefühl, die sollen wir nicht rausschneiden. Die gehören halt einfach dazu. Aber ich bin gespannt, was ihr dazu erzählt. Also... Einfach in die Kommentare unten reinschreiben und wenn ihr wollt, Bell aktivieren, dann sehen wir uns das nächste Mal. Also, macht's gut, mein Lieben. Bis dahin. Ciao, ciao.